Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zurück am Stück bei Just Cause 4. Ich habe nur gerade keine Ahnung mehr, was wir tun oder nicht tun. Was geht denn hier ab? Was ballert denn da wieder? Du hast doch nichts dagegen, oder? Gegnerische Zielcharakter, Zentrale, was sollen wir tun? Schiff war's. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Achtung, Ziel sitzt in einem Helikopter. Wir haben verstanden. Feind ist in einem Helikopter. Ja, der ist doch grad. Wie, ach, wir haben. Ah, begrenzt Munition, okay. Wir müssen erstmal ein bisschen ein, zwei Gebiete oder ein bisschen frei machen. Ja, jetzt habe ich einen Panzer. Ist nicht viel besser. Kriegsschiff meldet Einsatzbereitschaft. Wir nähern uns dem Kontaktpunkt. Na, komm schon, Jungs. Weiß nicht, wer da gerade ein Problem mit mir hat. Ja, ich kann besser mit umgehen wie du. Ja, ich schieß Perma. Muss nur lenken üben. Oh, ich hab voll die Burnouts. Hä? Wo komm ich denn schnell vorwärts? Ah, ne, sind Freunde. Es geht hier ab gerade. Hö? Wo ist der andere? Da ist er. Schöner Helikopter zur Info. Also war schön. Hält er was aus? Muss schon. Da ist er. Ich habe eigentlich noch was anderes jetzt heute vor, außer hier. Oh oh, rennt. Ah, perfekt, neuer Panzer. Ja. Verzeihung? Na, no, Rico, der geht in die Luft! Raus hier! Das war so nicht geplant. Wo ist denn dieser Drecksheli? Au! Bye! Huch! Okay, machen wir anders. Wie ging das mit dem Setback nochmal? Ja, was ist hier eigentlich jetzt falsch im Leben? Habe ich irgendwas angestellt? Boah! Holy! War das Tab-Drücker? Nee, Tab war es nicht. Eins? Eins war's. Es geht hier gerade ab. Ich habe keinen Plan. Neu? Ja, ist mir egal. Es ist das Killer. Ich bin Schneesturm. Wo ist die Maus jetzt? Hallo? Hä? Maus? Spiel? Bist du doof? Danke. Bin ich da einfach noch zu früh dran, oder? Ich raff halt gerade noch ganz fest, was wir tun sollen. Ich glaube, das ist jetzt unseres, ne? Da ist jetzt gerade Stress vorhanden. Das würde ich gerne eigentlich... Bye! Thank you.
traf nix. Wo sind die? Kriegsschiff meldet Einsatzbereitschaft. Ach, Evas. Ja, holy, hör das doch mal auf hier! Ja genau, du schießt aus dem 90 Grad Winkel hier. Okay, ich bin jetzt weg. Heilige Mutter Tyrannosaurus Rex. Pech gehabt. Der ist down. Bin ich tot? Ich bin tot. Hui, Fidget Spinner. Da steigt doch keiner mehr durch grad. Zurück bei der Akademia Vanai. Ich habe zwei Bereiche entdeckt, die als Umerziehungszentren bezeichnet sind. Ich markiere sie für dich. Das ist ein Anfang. Ich bringe sie zum Eingang der Einrichtung. Haltet euch bereit, sie abzuholen. Zentrale, haben Feindkontakte. Erbitte Befehle. Bestätigt. Ich habe keine Waffe auf frei, okay. An alle Einheiten, Ziel angreifen. Wo bist du, du Bastard? Wüsste ich auch gern. Was geht hier? Ziel gesperrt. Okay, wenn es Ziel gesperrt ist, dann kommen wir hier nicht hin. Easy. Wir verziehen uns erstmal. Jetzt gucken wir erstmal kurz, was wir machen können. Das ist gesperrt. Deine Grenze ist Krieg. Das müssen wir im Grunde eigentlich. Da müssen wir eigentlich jetzt fighten, ne? Wegpunkt an, aus. Ah. Hä? Und jetzt ist die Maus wieder weg. Was ist für eine Unlogik? Ich check's nicht. Was ist das? Ein Archäologe namens. Ich glaube, sie ist die Mission immer machen müssen. Weil der Krieger an der Grenze, der ist ja S-Fuck hart. Wir machen erstmal das da jetzt. Doch, ich will das verfolgen. Gucken wir da lang. Da. Sichtkontakt verloren. Yep. Leite Suche ein. Yep. Jo, davon explodiert alles. Zentrale, wir haben keinen Aufschwung. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Lauflatscher, Lauflatscher. Suche nach Feind beenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Schwimm schon mal hoch, Rico. Danke. Ja, das Wasser ist halt as fuck hässlich. Da kann man sagen, was man will, aber das haben sie verkackt. Wir müssen erstmal wieder ein, zwei Gebiete freischalten oder sichern. Bis es hier ein bisschen gameplay-technisch entspannter wird. So. Grab der Gattin. Oh ja. Juhu. Oh, hochziehen, hochziehen. Mayday. Das ist schon eine schöne Gegend. Aber erstmal durchstecken, weil ich habe das mit Dings noch nicht ganz Kraft. Wie wir herkommen und richtig Missionen annehmen und alles. Es wird sich nicht erklären, wir haben es 20 Stunden gespielt jetzt. Es geht ja. Die Folgen haben jetzt auch dann auf YouTube heraus. Wir nehmen gerade aktuell das Stream auch nicht parallel, das würde ich jetzt so solo machen. Das ist entspannter für mich, finde ich. Ist ein bisschen befremdlich, dass da auf 1 Dings ist, die Karte. Ein einfacher Fischerdorf, der flussabwärts 3 Wasserfälle liegt. Wir machen erstmal das. Und dann gehen wir zum Fischi-Fischi-Ding. Ui. 1000? Haben wir gerade was verloren? Oder haben wir was dazu gewonnen? Verstehe ich nicht.
schön, natürlich. Wir müssen auch noch ein bisschen mit Autos fahren. Aktuell geht es so halt gerade wirklich am schnellsten. Absturz! Und heps! Die Geheimgeschichte von Solis beginnt. Okay. Da, 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 du musst Rodriguez sein, nee. Der Revoluzzer. Du musst Javi sein. Bin ich nicht, aber wir haben keine Zeit für Erklärung. Javi meinte, du kannst ihm den Kram bringen, den er braucht. Ach, hat er das? Die schwarze Hand hat sein Zeug konfisziert. Drüben, beim Wasserfall. Stell die Panzermods frei. Okay, ich wollte mir nicht was einschenken. Ich habe gedacht, die Skat. Wenn du sie erledigst, kannst du seine Ausrüstung zum Grabmal von Sumak bringen. Okay, 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 werde ich machen. Wir haben zeitlich aber richtig hässliches Texturing am Rand gerade. Also grafisch hat es echt, ist ein Downgrade. Definitiv, da sage ich nichts dagegen. Da konfirmiere ich jedem. Zwei, nachladen. Jo, ist okay, ich schmeiße das ganze Magazin halt weg. So. In diesem Bereich hast du nichts verloren. Das weißt du selbst. Befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Oh, oh. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Muss nachladen, Sekunde. Mein Fehler, Süße. Aber wir müssen auch noch drüber laufen, Munition aufzuheben, das finde ich gut. Oh, sexy! Oh, Snipper! Ich weiß halt nicht, was wie stark ist, ne? Wachsam bleiben! Alles so eine Knarre. Ne, die wollte ich nicht, die wollte die hier. 35 Schuss, 105. Wir können ein bisschen was aufheben von. Wir müssen wahrscheinlich auch öfters herkommen, weil die Waffen durchswippen, gerade je nachdem, was die Gegner so haben. Ist eigentlich noch irgendwas? Oh! Wingsuit Stand und andere Sachen kann man so finden. Ah ja. Ja, mach auf, nehm. Sind eine Sprengkörper. Ich frage nur für einen Freund. Herr Rodriguez? Hier ja. Spricht Javi Huerta. Tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten. Ich hoffe, das ist meine Zeit wert, mein Freund. Das ist es. Versprochen. Wir haben das Ziel verloren. Gut, ist egal. Dann gehen wir auf 3. Zugmotor. Konfiguration. Zugmotor Mittel. Lege eine höhere Zugkraft-Automatik-Spalte fest. Hoch. Zug wird automatisch aktiviert, wenn Rico eine Verbindung trennt, denn diese Option befindet sich in der Automatikspalte. Ja, okay, passt. Confirm. Ist okay. Ah, dann kann man das aber hier auch noch umändern. Okay, ja, dann muss ich ein bisschen Config noch vornehmen. Öffne die Tür und ziele Verbindung zu setzen. Ach, da drüben hin, okay. Mann, das ist vielleicht was, Javi. Ein Aquädukt. Mindestens 600 Jahre alt. Und seit seiner Entdeckung von der schwarzen Hand unter Verschluss gehalten. Aha. Flugzeug. Ich werde dir alles erklären. Versprochen. Ja, ja, mach ruhig. Im Flugzeug ist eine Karte. Mhm. Da findest du meine Position. Gibt's hier irgendwie Secrets? Tauch mal. Das Wasser ist halt, sorry Square Enix, ist habt ihr richtig verhunzt. Da bin ich mega schwer enttäuscht. Also das Wasser sieht echt aus wie eine hässliche PNG-Datei oder eine Gift-Datei. Bewegt sich ja immerhin. Aber das war's auch schon. Was ist das? Darf ich das mitnehmen? Ah, süß, eine Katze. Ist kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht ist irgend so ein Zeug zum Looten, zum Sammeln oder so. Ja. Weiß man ja nicht.
Aber das finde ich halt, jetzt können wir sagen, was wir wollen, das Wasser ist so grottenhässlich. Oh ja, das Spiel habe ich damals im Stream gemacht, immer. Hui. Ach ja, und hin, und her, und hin, und her. Das kannst du jetzt hier stundenlang machen, bis du irgendwann echt keinen Bock mehr hast. So, dann haben wir 100 Meter mehr. Mit SCG können wir es lockern. Okay, passt. Fliegen. Naja, wird nicht schnell sein, aber wird witzig sein. C, ich hab deine Karte. Wo muss ich hin? Position wechseln. Fangen wir lieber damit an, wo du herkommst. Dieses Aquädukt ist nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen versteckt. Seit Jahren sammle ich Beweise dafür, dass die Ureinwohner von Solis sehr viel weiterentwickelt waren, als man uns weismachen will. Aber die Espinosas mögen es nicht, wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht. Ich kam ins Gefängnis, meine Frau redet kein Wort mehr mit mir und mein Ruf ist ruiniert. Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten. Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden. Leute, die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben. Jetzt helfen sie mir, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Boah, und wofür brauchst du dann mich? Ich glaube, ich habe den Weg zu Otto Rongos Grab gefunden, dem letzten Herrscher über Solis, bevor die Espinosas kamen. Laut den Geschichtsbüchern wurde Otto Rongo für zahlreiche Morde hingerichtet. Aber ich glaube, die Wahrheit ist viel komplexer und gefährlicher. Für wen? Die Espinosas. Für uns alle. Und ihr Monopol. Wenn dieser Teil der Geschichte nicht wahr ist, was könnte dann noch alles falsch sein? Geschichte, Verbrechenstatistiken. Ups, das war jetzt doof. Das hab ich nicht aufgepasst. Bisschen ugly zum Steuern, ich sag's wie es ist. Ich schließe kurz den Controller an, wartet kurz bitte. Weil ich denke, das wird dann doch ein Ticken bequemer sein, wenn der komisches Kabel liegt. Es ist hier, das ist da. Entschuldigung. Ich hoffe, jetzt hat sich soundtechnisch nichts verspreiselt. Und ich hoffe, das funktioniert noch wie im ersten, dass man einfach jetzt umsteigen kann. Perfekto. So, da bin ich wieder. Rail Controller ist doch weitaus entspannter fliegen. Ich hab deine Karte. Wo muss ich hin? Fangen wir lieber damit an, wo du herkommst. Dieses Aquädukt ist nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen versteckt. Seit Jahren sammle ich Beweise dafür, dass die Ureinwohner von Solis sehr viel weiterentwickelt waren, als man uns weismachen will. Aber die Espinosas mögen es nicht, wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht. Ich kam ins Gefängnis, meine Frau redet kein Wort mehr mit mir und mein Ruf ist ruiniert. Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten. Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden. Leute, die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben. Jetzt helfen sie mir, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und wofür brauchst du dann mich? Ich glaube, ich habe den Weg zu Otto Rongos Grab gefunden, dem letzten Herrscher über Solis, bevor die Espinosas kamen. Laut den Geschichtsbüchern wurde Otto Rongo für zahlreiche Morde hingerichtet. Aber ich glaube, die Wahrheit ist viel komplexer und gefährlicher. Für wen? Die Espinosas und ihr Monopol. Wenn dieser Teil der Geschichte nicht wahr ist, was könnte dann noch alles falsch sein? Geschichte, Verbrechenstatistiken, Wahlergebnisse. Die Wahrheit ist für die Reichen nichts weiter als eine Ware. Gibt man genug Geld aus, katsching, und schon wird die eigene Lüge zum Gesetz. Du hattest eine Menge Zeit zum Nachdenken im Gefängnis, oder? Du hast ja keine Ahnung. Du findest mich am Eingang der Zenote, wenn du da bist. Der was? Ach, das ist eine Höhle, oben auf dem Berg. Ja, ich muss jetzt nur gucken kurz, dass ich sauber lande. Ich probier's zumindest. Bist du noch mal langsamer? No!
Au! Jetzt wundert mich hier mein Vogel. Fukala. Also, das Ding ist ein bisschen klobig zu fliegen, aber das kann am Flugkörper oder am Flugobjekt selber liegen. Ne? Ja, und auch wenn wir hier langlaufen, da klitscht solche Pflanzen. Es ist... Naja. Ist okay noch. Es hat noch eine knappe 2,4 für die mit der Benotung. Aber das ist mit der Maus hier fucked up. Zumindest beim Aufnehmen. Bis S fuck grad. Hast du alles bekommen? Ja, dein Versteck ist vorerst sicher. Willst du nicht die Waffe weglegen? Das ist keine Waffe, Señor Rodriguez. Das ist ein Relikt. Eine Figur von Otto Rongo. 16. Jahrhundert. Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen, um sie zu beschützen. Sie ist sehr wertvoll. Ja, die schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung. Ja, nun, die Wahrheit ist eine mächtige Waffe. Oscar Espinosa befürchtet, ich setze sie gegen ihn ein. Und du glaubst wirklich, dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft, Espinosa zu erledigen? Erledigen? Vielleicht nicht. Diskreditieren? Mit Gewissheit. Und das ist Otto Rongos Grab? Nicht doch. Das ist nur das Grab seines Dieners Sumac. Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor. Hast du ihn dabei? Verstehe. Also gut. Legen wir los. Okay. Wir gehen ja kurz noch in die Settings rein, Jungs, Mädels. Und wir werden kurz mal die Helligkeit runterdrehen. Option, Grafik. Globale Beleuchtung. Mach mal aus, vielleicht wird es dann besser. Schön wäre es, wenn halt reinstehen würde, was eine Bokeh-Sichtweite ist. Wir machen die Bokeh-Sichtweite wieder aus. Ah, okay, war ein Grafikfehler. Der jetzt wieder auftaucht. Ich hoffe, die globale Beleuchtung, dass es dann so as fuck hell ist. Und jetzt haben wir jetzt runter. Okay. Dieses Objekt ist der Grund, wieso wir einen Zugmotor brauchen, Rico. Ich glaube, es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden. Mhm. Ich verstehe. Das klang nach irgendwas. Ich sehe was. Ein riesiger Kopf. Rico, folge ihm. Ich weiß jetzt schon, was das für ein Tag werden wird. Mach halt locker. Ich glaube, ich verstehe, was wir machen müssen. Dieser Uma ist eine alte Statue einer wichtigen Persönlichkeit. Vielleicht schauen wir gerade in Sumacs Gesicht. Mhm. Ravi, der große Typ und ich sind unten in der Höhle. Was siehst du? Im Boden ist ein Mechanismus eingelassen. Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf. Das ist ein riesiges Schloss, Rico. Und der Uma ist der Schlüssel. Kannst du ihn irgendwie mit dem Motor zum Mechanismus schaffen? Ja, dabei. Warum nicht? Irgendwas ist passiert. Eine Tür hat sich geöffnet. Das muss das innere Heiligtum sein. Dort schläft Sumac für alle Zeiten. Bitte, Rico. Lief. Warum habe ich das Gefühl, dass das irgendwie eine dumme Idee ist? So wie in Shadow of Tomb Raider. Oh, eine Verbindung. Aber so eine reguläre Verbindung in so einer Matschepampe, mal so einen fetten Kurzschluss. Warum kommt das Kabel her? Das verschwindet im Boden? What the heck?
Entschuldigung, und das Kabel geht da lang, schlingt darum, geht hier lang, da lang und liegt hier blank. Und das Kabel geht wo lang? Verschwindet im Stein. Ach Leute, gebt euch mal ein bisschen. What? NYPD? Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin. Zünde sie an und sei auf alles vorbereitet. Muss ich? Wirklich? Naja, von mir aus. Wird schon schief gehen. Da steht etwas an der Wand. Und begraben. Es bleiben nur noch 5 Betten. Kannst du damit was anfangen? Nein. Klingt, als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text. Es muss noch mehr geben. Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei. Gut. Bei anderen, die Otorongo nahestanden, wird es vermutlich andere Zeilen geben. Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen. Ich halte die Augen offen. Mhm. Hilf Yavi, die Wahrheit aufzudenken. Suche und öffne die geheimen Gräber von Otorongos Familie und Beratern. Finde die alten Statuen und folge ihnen, um Yavi zu helfen, über Solis in die Zeit vor dem Espinosa zu erfahren. Hilfst du Yavi und seinen Kollegen, hältst du Modpunkte, mit denen Zugmotor-Mods für den Endhaken freigeschaltet werden. Okay. Ich dachte, es war eine Hauptquest oder so. Drahtseilakt. Ich würde gerne wissen, was wir da machen müssen. Wir sollen aber auf jeden Fall auch Gebiete hier freischalten. Ist nur gesperrt. Was sind wir überhaupt gerade? War das andere vorhin? Das war ja hier. Ach, Humi haben wir freigeschalten, ne? Da sind 3 Sachen abgeschlossen. Da ist ein Grenzkampf. Ich glaube, den müssen wir eigentlich noch machen. Quatsch. Sprich mit Garlandas Sandperson. Ah, das heißt, wir müssen jetzt wieder finden. Nein, wir müssen erstmal hier rauskommen. Gibt es einen Helikopter hier? Was passiert, wenn wir den wieder raus tun? Okay, interessant, passiert nichts. Gut. Dann wieder zurück mit dir. Naja, gut, okay. Müssen wir irgendwie hochkommen. Runterkommen müssen wir so einfach, ne? Aber das hochkriegen. So. Ja. Oben. Ich könnte hier wirklich deine Hilfe brauchen. Hey Mann, dein einzigartiges Talent ist gefragt. Okay. Wir wollen diese Einstellung drehen, aber der Truck mit der Ausrüstung ist nicht hier. Ja. Und wir brauchen diese Szene jetzt. Okay. Kannst du unsere Stuntperson mit deiner Ausrüstung an dem Fahrzeug festmachen? Verbinde den Stuntberuf mit dem Fahrzeug. Danke! Das hilft echt! Okay. Ich glaube, wir müssen aber echt den Kampf da gewinnen. Aber ich raff das mit den Kämpfen nicht gerade noch ganz. Bin's doof. Grab des Dieners nach dem Mord an Otonko, der gesagt hat, ne? Da müssen wir, glaube ich, so Dinger freischalten. Das ist komisch.
Ah, das sind also so Aufgaben, er hat drauf geschissen. Da kann man nichts machen. Es ist gesperrt. Operation Schneesturm. Nach vorne. Der Sohn ist noch gesperrt. Das heißt, wir müssen erstmal da was machen. Aber da ist ja gerade ein Kampf, ne? Ich glaube, wir sollten da hin. Never waving when they hit you with strange.